So, und damit auch schon wieder ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, ich habe ja im letzten Part noch ein paar Kommentare bzw. auf Facebook eine Nachricht bekommen. Ach, da vorne redet schon wieder jemand. Ja, wie gesagt, in den Kommentaren habe ich nochmal was bekommen, beziehungsweise auf Facebook. Und zwar, dass ich nochmal in die Stadt des Staubs schauen soll. Denn da haben wir anscheinend noch eine Quest abzugeben. Und genauso wie bei Skyrim ist auch dieses Video jetzt in 1080p hochgeladen. Denn ich habe mir ja, wie gesagt, einen neuen Desktop geholt. Falls es jemand noch nicht gesehen hat, dieses Video, dann sage ich es eben hier nochmal. Wie gesagt, ich habe mir einen neuen Desktop geholt und ja, damit kann ich jetzt eben in 1080p aufnehmen. Aber warum braucht der Ladebildschirm so lange? Was ist denn jetzt los? Hallo? Lieber Ladebildschirm, du darfst auch vorbeigehen. Ganz kurz, ich überspringe den jetzt mal. So, 2 Sekunden später war er jetzt auch doch vorbei. Hätte ich gar nicht die Aufnahme stoppen müssen, aber egal. Dann mal auf zur Stadt des Staubs noch einmal, beziehungsweise hoffentlich das letzte Mal. Und dann geht's auch endlich mal raus hier aus Orsamar. Ach ja, wie gesagt, ich würde sagen, Ach, der Ladebildschirm geht schnell vorbei. So, hier soll jetzt irgendein Räuber sein. Bettler, nein. Nein, auch nicht. Ah, Shady Corribit. Das ist der, glaube ich. Was wollt ihr hier, Wächter? Seid ihr nicht etwas fehl am Platze? Ich suche einen Dieb, der etwas aus der Halle der Bewahrung gestohlen hat. Ach ja? Wie kommt ihr darauf, dass irgendjemand hier mich, will sagen, diese Person verraten würde? Ihr habt einen verdammten Kampf vor euch, Wächter. Dabei habe ich das blöde Buch bereits weitergegeben. Zu schade für euch. Egal, wir bringen ihn trotzdem um, diesen verdammten Mistkerl, der das Buch aus der Halle der Bewahrung weitergegeben hat. Torne Wettschein. Ein im Zorn zerknüllter Wettschein, der verloren hat. Sie werden nur auf dem Torneigelände ausgestellt. Okay. Das heißt, diese Quest müssen wir jetzt doch noch machen. Moment mal. Also, unsere Quest war es, den Dieb weiterzusuchen. Der Dieb hatte das gestohlene Buch nicht bei sich. Die Notiz, die du bei ihm gefunden hast, deutet allerdings darauf hin, dass er es an jemanden an dem Torneigelände weitergegeben hat. Gut, dann mal ab zum Torneigelände. Das ist ja ein reines Hin- und Herlaufen hier. Das ist ja schlimm. Jetzt habe ich gedacht, wir kommen hier endlich mal aus Orsamar raus. Aber anscheinend doch nicht. Egal. Hauptsache mehr Quests zu erledigen, das ist doch auch gut. So, das Torneigelände müsste das hier direkt in der Mitte von Orsamar sein. Oder? Ja, Torneigelände. Oh, da vorne. Ein einziges Mal ans Werk. Dann wird dieser Moment euer letzter sein. Ah, Mann. Die labern wieder und da vorne sind ein paar Belen-Fanatiker, die uns natürlich gleich wieder angreifen wollen. Das war ja irgendwie klar. Ah, Mann. Ihr werft mich um, dafür sterbt ihr alle. So, erster ist tot und die letzten beiden fallen noch. Beziehungsweise ich meinte eigentlich nur, die ersten sind durch unsere Hand gestorben. Denn da waren ja noch 2 weitere tot, dann haben wir einen getötet und die letzten beiden wurden dann ebenfalls auch noch getötet.
So, lieber Ladebildschirm, du gehst jetzt aber schneller vorbei. Dankeschön. Gut, wer könnte denn hier dieses Buch haben? Der Warrick, der schaut so aus. Keine Kämpfe mehr, bis der König welche anordnet. Oder auch nicht er. Vielleicht der Torneimeister, obwohl das glaube ich eher nicht. Basil. Der Palast hat mir soeben übermitteln lassen, dass mein Vetter enttäuscht ist über den mangelnden Ja, Unterstützung. ist gut. Sei einfach leise. Dann ist hier ein Questzeichen. Fixer Greedin. Ich ahnte. Okay. Der kommt da gleich auf uns zugestürmt. Das müsste der Dieb Das ist sein. riskant. Wir haben alle der Verarbeitung abgelegt. Was gilt für denjenigen, der den Rechten hat? Mann, der ist echt stark, der Junge. Ja, das war's doch jetzt. Eine Chronik aus der Halle der Bewahrung. Da ist das Buch. Wir haben es nun. Dann mal ab zur Halle der Bewahrung. Und dann dürfte das eigentlich auch schon wieder fertig hier sein. Hoffe ich zumindest. So, ab zum Ständeviertel. Und dann davor. Und das müsste noch mal die Halle der Bewahrung sein. Habt ihr schon mal daran gedacht, euch einen... Oder die da vorne, Halle der Helden. Verdammt. Ja, das müsste schon die Halle der Bewahrung sein, die Halle der Helden. Mich unterwürfig an jemand anderen binden? Das bringt keine Vorteile. Oder Habt ihr nein. nicht... Die Halle der Helden ist der Ausgang. Nein, wir müssen ins Diamantenviertel. Stimmt ja. Mann, ich stelle mich schon wieder an. Das ist ja nicht mehr normal. Das Diamantenviertel war hier. Okay, dann mal ab dahin. Ja, das ist ja wieder eine reinste Reise hier durch Orsama. Ich bin aber froh, wenn wir jetzt in nächster Zeit, beziehungsweise in den nächsten Parts, dann mal wieder etwas anderes sehen. Vielleicht eine Stadt mal, also eine Stadt oberhalb der Erdoberfläche oder des Meeresspiegels. So, Halle der Bewahrung, genau das allerletzte. Na toll, das heißt einmal durch ganz Orsama durchlaufen. Und irgendwie hängt gerade ein wenig Dragon Age. Ich weiß nicht warum. Irgendwas ist da im Moment los. Wahrscheinlich, weil ich zu viel am Laufen habe im Moment. Aber das macht ja nichts. Dann mal auf zur Halle der Bewahrung. So, zu wem müssen wir denn? Zum stellvertretenden Bewahrer Mill? Ihr habt es gefunden. Wächter, ich danke euch. Ihr seid eine Quelle des Lichts in einer dunklen Zeit. Genau. Dann noch mal mit dem Bewahrer reden. Beeindruckend, Wächter. König Harrowmonts bevorstehende Krönung wurde in die Erinnerungen eingetragen. Kann ich euch noch bei etwas anderem behilflich sein? Nein, danke. Eure Anwesenheit wurde in den Erinnerungen vermerkt. Alles Gute. Dankeschön. Das heißt, die Quest ist somit auch abgeschlossen. Das ist ja schon mal sehr, sehr schön. So, ich wechsle hier mal ein bisschen durch die Waffen durch. Einmal Bogen, einmal Nahkampfwaffen, dann wieder Bogen und wieder Nahkampfwaffen. Interessant, oder nicht? Haben wir denn jetzt noch ein paar Quests? Ja, wir haben zwar noch welche, aber keine Ahnung, wie man die lösen könnte. Wir gehen jetzt einfach mal wieder an die Oberfläche und lösen die vielleicht im späteren Verlauf. So, Ständeviertel, ich komme.
Wir haben noch ein bisschen über 5 Minuten. Obwohl ich wahrscheinlich am Ende sowieso wieder überziehen werde. Das heißt, wir schauen mal, wo wir noch so hinkommen, diesen Part lang. Jetzt bin ich aber gespannt, ob vor dem Ausgang schon wieder irgendwelche auf uns warten, weil das ist ja eigentlich überall so, dass gleich wieder irgendwelche Gespräche kommen. So, Gebirgspass. Los geht's, Gruppe sammeln und weiterziehen. Gib mir einen Moment Zeit. Ist alles in Ordnung? Natürlich ist alles in Ordnung. Gebt mir nur einen verdammten klitzekleinen Moment. Ein Stein, dieser ganze Himmel da oben gibt mir das Gefühl, als würde ich von der Welt fallen. Ihr müsst damit klarkommen. Auf uns wartet Arbeit. Schön, ihr seid der graue Wächter. Oh, jetzt haben wir Ogryn ein wenig verunsichert. Naja, der kommt noch nicht mit dem Himmel klar, weil er ja kein Oberflächler-Zwerg ist, sondern eher einer der Kastenkrieger, die eben im Untergrund hausen. Also in Orsama natürlich. Und ja, wir haben ihn jetzt davon weggeholt, sag ich mal. Ein grauer Wächter läuft frei herum. Wirklich? Die haben ihn noch nicht. Die haben irgendwas über den grauen Wächter gesagt, habe ich gerade gehört. Das sind natürlich wir, aber egal. Mit denen haben wir ja eigentlich schon alle gesprochen. Und wir gehen jetzt mal ab, wohin auch immer, werden wir schon sehen. Ach, tut das gut, hier mal wieder draußen zu sein. So, das heißt, Orsama ist abgeschlossen. Schloss und Dorf Redcliff auch. Flembeths Hütte auch. Hafen des Kallenhatsees und Turm der Zirkel auch. Kann ich eigentlich schon nach Denerim? Aber ich könnte jetzt noch in den Brasilienwald gehen. Ach nee, wir gehen jetzt erstmal zum Salcher Pass oder so. Und schauen mal, was es denn da so zu holen gibt. Eine Todeswurzel? Das ist schon mal interessant. Und wer bist denn du? Ah, Felix. Guten Tag. Ihr müsst verzeihen, falls ich einen nervösen Eindruck mache. Aber in diesem Teil Ferraldens gibt es nur wenige Reisende. Aber das ist natürlich Teil meines Problems, nicht wahr? Ein Irrlicht hat mein Maultier erschreckt. Daraufhin ist es weggerannt, in den Wald hinein. Was soll ich jetzt tun? Soll ich etwa euer Maultier finden? Oh, nein, nein, nein. Dafür habe ich den Elf losgeschickt. Ich würde niemals einen Fremden um so etwas bitten. Gestatte, dass ich mich vorstelle. Felix de Grobois, Kaufmann und Unternehmer, zu euren Diensten. Oh nein, du bist nicht ernsthaft Franzose, oder? Du hast es schon mal nicht gut bei mir. Naja, ich bin auf jeden Fall No-Name. Und zwar nicht so erfreut, euch kennenzulernen, aber ich bin ja natürlich höflich, deswegen erfreut, euch kennenzulernen. Normalerweise nehme ich eine andere Route, aber wegen des Krieges hatte ich auf etwas Glück und gutes Wetter in den Bergen gehofft. Leider habe ich beides nicht bekommen. Ach, diese Reise bringt eine Katastrophe nach der anderen mit sich. Ihr würdet wohl nicht einem anderen Reisenden ein wenig behilflich sein? Was benötigt ihr? Und das Schlimmste von allem, was schiefgegangen ist, war dieses Artefakt, das ich in Jada erstanden habe. Es ist ein Kontrollstab, hat man mir gesagt, für einen Golem. Ich will ihn nicht haben, weil ich ihn ohnehin nie benutzen würde. Aber ihr vielleicht. Was macht ein Kontrollstab? Der Zwerg, dem ich ihn abgekauft habe, sagte, es würde einen Golem aktivieren und kontrollieren. Solange ihr ihn in der Hand haltet, macht der Golem alles, was ihr ihm sagt. Klingt doch praktisch, oder? Ihr seht aus wie jemand, der sowas brauchen könnte. Und wie viel wollt ihr dafür? Nichts. Ich will nur nichts mit mir rumschleppen, was irgendein Bandit für ein Juwel oder sowas halten könnte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob ihr überhaupt was damit anfangen könnt. Aber ich habe zu viel dafür bezahlt, um ihn einfach wegzuwerfen. Ja, aber sag mal, wo ist dabei der Haken?
Der Haken? Ja, ich vermute, da gibt es einen. So wie immer, nicht wahr? Der Haken ist, dass der Golem im Lieferumfang des Stabes nicht enthalten ist. Er steht angeblich in einem Dorf irgendwo im Süden und wartet darauf, aktiviert zu werden. Selbst wenn ich dorthin könnte, was ich nicht kann, gibt es noch ein weiteres Problem. Der Ort soll von dunkler Brut überrannt worden sein. Das ist für eine abenteuerlustige Seele wie euch doch sicher kein Problem. Zumindest hoffe ich das. Oh nein, das ist überhaupt kein Problem. Aber woher weiß ich, dass es überhaupt funktionieren wird? Ich habe ihn von einem langjährigen Geschäftspartner gekauft. Er wollte nicht nach Ferelden kommen, angesichts unserer zahlreichen Probleme. Er sagte, er hätte ihn vom Vorbesitzer des Golems. Aber offen gestanden habe ich keine Ahnung, ob er wirklich funktioniert. Daher der unfassbar niedrige Preis. Was sagt ihr dazu? Ja, okay, ich denke, ich könnte ihn gebrauchen. Freut mich. Wie bereits gesagt, den Golem findet ihr weiter südlich, in einem Ort namens Honleaf. Ich markiere ihn auf eurer Karte. Haltet einfach den Stab hoch und sagt, Julefka. Das erweckt den Golem zum Leben, hat man mir gesagt. Hoffentlich klappt's. Und wenn nicht? Vielleicht könntet ihr den Herrn aufsuchen, dem der Golem früher gehört hat. Natürlich nur, falls er noch lebt. Dann viel Glück. Und ich muss mich jetzt wohl selbst auf die Suche nach diesem Maultier machen. Eine neue Quest haben wir nun, und zwar der Golem in... Moment kurz. In Honleaf, genau. Ja. Ich habe mir jetzt gedacht, wir nehmen jetzt den Stab einfach mal an uns, denn falls es eine Lüge sein sollte, haben wir auf jeden Fall viel Action mit dunkler Brut und allem. Aber Moment mal. Das war schon wieder mit dem Salcher Pass? Das war nur das kleine Lager hier, das ist jetzt komisch. Wundert mich auch sehr. Aber jetzt wurde uns hier Honli freigespielt oder freigeschalten, sage ich mal. Beziehungsweise er hat es uns ja, also der liebe Felix, auf der Karte, ja, markiert. Und da werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Part hingehen, denn die Zeit ist schon wieder sehr überstrichen. Und deswegen sage ich, bis dann meine Freunde und haut rein.